Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kann die künstlerische Auseinandersetzung dabei helfen, Flucht und Exil zu verarbeiten? Können Erfahrungen des Verlusts der Heimat und der Zerrissenheit zwischen zwei Kulturen sich da positiv auf den kreativen Schaffensprozess auswirken? Diesen und anderen Fragen wollen wir in der Interviewreihe Zeit des Exils nachgehen. Unsere Gäste haben wir bereits durch unsere operative Stiftungsarbeit kennengelernt. In Fachkonferenzen wie dem Excel Media Forum oder auch Veranstaltungen für das breite Publikum beleuchten wir unterschiedliche Aspekte des Exils gemeinsam mit ExiljournalistInnen, Kulturschaffenden und WissenschaftlerInnen. Unsere heutigen Gesprächspartner, die Schriftstellerin Olga Krasnova und ihr Ehemann, der Theaterregisseur Ayham Majid Aga, waren vor 2 Jahren Teil des Veranstaltungs- und Begegnungsprogramms Tage des Exils, einem unserer Projekte in der Körperstiftung. Durch das Gespräch führt sie die Kulturjournalistin Melanie von Bismarck. Herzlich willkommen zu unserer Gesprächsreihe Zeit des Exils. Wir haben heute 2 Gäste hier, die Schriftstellerin Olga Krasnova und der Theaterschauspieler und Regisseur Ayham Majid Aga. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag. Leider nur virtuell aufgrund der Pandemie, aber trotzdem. We will talk in English and German. We'll switch a little bit between the languages. So, you both are married and you live in Berlin, you have 2 children. My first question would be, which languages do you speak at home? Und you? You. Das ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Wir haben keine wirkliche gemeinsame Familiensprache. Also Deutsch entwickelt sich mehr und mehr zu der Familiensprache. Ich versuche mit den Kindern Russisch zu sprechen, wobei sie immer ausschließlich auf Deutsch antworten. Ayham versucht es mit Arabisch, die Kinder antworten wieder ausschließlich auf Deutsch. Und wir beide sprechen meistens noch Englisch miteinander, aber ich glaube, in ein paar Jahren wird es dann doch Deutsch sein. Eine multinationale Familie, multinationaler Haushalt. Before I go on, I would like to introduce you. Ich würde Sie erst gerne kurz vorstellen. Olga Krasnova wurde schlagartig bekannt durch ihren gefeierten Erstling Der Russe ist einer, der Birken liebt. Im September erscheint nun ihr inzwischen 4. Roman, Der verlorene Sohn. Olga Krasnova wurde als Tochter einer russisch-jüdischen Familie in Baku, Aserbaidschan, geboren. Sie kam als 11-Jährige mit ihren Eltern nach Hessen und die Familienmitglieder kamen dann als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland. Studiert hat sie Kunstgeschichte und Slawistik in Göttingen, literarisches Schreiben in Leipzig. Ihre Romane erzählen Geschichten von Flucht und Vertreibung, vom Leben in einem fremden Land, von Alltagsrassismus. Sie bricht mit Geschlechterstereotypen, mit kulturellen und politischen Zuschreibungen und starren Vorstellungen von nationaler Identität. Ayham Majid Aga hat an der Kunsthochschule in Damaskus Theater studiert, hat dort als Juniorprofessor gelehrt und ist unter anderem mit einem mobilen interaktiven Theaterprojekt über die Dörfer gezogen. Und soweit ich informiert bin, sind es über 200 Vorstellungen gewesen, die da absolviert wurden. Als einer der ersten protestierte er 2011 während des arabischen Frühlings gegen das Assad-Regime, emigrierte in den Libanon. Im Rahmen einer Gastspielreise kam er nach Deutschland und musste bleiben, denn in seiner Abwesenheit, ich hoffe, ich erzähle das jetzt richtig, die Geschichte, wurde im Libanon die Visumsbestimmung geändert. Es gab also kein libanesisches Visum mehr für ihn. Also, dass er nach Deutschland gekommen ist, war also reiner Zufall. Geheiratet haben die beiden in Dänemark. In Deutschland hätte Ayham ein Ehefähigkeitszeugnis gebraucht, von seiner Heimatbehörde ausgestellt. Die wurde aber gerade vom IS besetzt. Ich habe eine Frage an Sie beide vorweg. Wie geht es Ihnen? Wie haben Sie die letzten Wochen und Monate seit den Anfängen der Corona-Beschränkungen erlebt? How did you overcome the last months? For me, first, I was a little bit afraid because it's a situation again of shutdown, which I don't know how to deal with it. In Syria, it's easy. Because you know the people, the neighbors, the what's going on, the whole news. It's easy to communicate.
here it was the first moment, I will not say days. It was a bit weird for me, but at the same time, it was my moment also, that this I know, this I experienced, then it will be easier. And the first thing was very good, that to be with the kids, which was really so good for me. And I hope for them too. I mean, for me, because I practice my Arabic. And later, I mean, it became slowly really the rhythm. I got used to it. And also slowly the kids, really, they were so kind to, I mean. Kind of. Kind, except the last days they became really aggressive, beating us. And I mean, they switched to be devils, but after 40 days, 45 days. But in between, it was for me really so good, even for not writing, for brainstorming, because you can't write. I mean, you can write something daily, but it's so fast, you can't expect what's going on. You can't even know how long it will be. Then it's not that easy to think about something, a project itself, because it's a situation, and the situation could be tomorrow will finish or it will continue for 3 years. But I mean, I was also, we did the workshop with young writers, me, Olga and Anna Langhoff. It was about Corona. We concentrate on the young writers from Germany and Arab world. We developed with them four different texts. I mean, it was also part of the main work through the Corona itself, the developing text with the young writers. Interesting. You, Olga, you published a text in April, I think, I might remember. That was, man las darin die Worte nicht schon wieder. Da habe ich gedacht, erweckt diese Situation, diese Isolation, vielleicht alte Erinnerungen an andere Situationen. Nur die ersten Tage, ehrlich gesagt, dass es tatsächlich erst diese Ungewissheit gab, was kommt jetzt. Und ich bin ja selber mehr oder weniger in keinem Lockdown, aber auf jeden Fall in einer kriegsähnlichen Situation aufgewachsen. Das war ein größerer Teil meiner Kindheit. Man geht nicht nachts auf die Straße, also beziehungsweise mit dem Einsetzen der Dunkelheit, aber und vor allem dieses Hamstern in den Supermärkten hat mich dann doch ziemlich an meine Kindheit erinnert, dass es halt überhaupt nichts gab und es nur darum ging, in Schlange zu stehen. Was mich allerdings sehr irritiert hat, war diese Vorliebe fürs Hamstern von Toilettenpapier. Und ich dachte, wenn die Leute wirklich Toilettenpapier hamstern, dann kann es gar nicht so schlimm kommen. Allein schon diese Glauben darin, dass es immer noch fließendes Wasser gibt. Und dann ist Ding wäre alles okay. Also auch Luxusprobleme dann. Große Luxusprobleme, klar. Aber das ist ja, eigentlich sind wir ganz gut durch diese Zeit gekommen. Allerdings, als dann die Spielplätze zugemacht wurden in Berlin, dann bin ich schon fast ausgestiegen. Ihre Kinder sind sonst in der Kita wahrscheinlich. Im Kindergarten, genau. Deswegen ist das Einzige, was mich interessiert hat, aber irgendwann im Moment waren ehrlich gesagt nur noch, wann die Kinderspielplätze wieder aufmachen. Aber auch das sind natürlich Luxusprobleme. Ich wollte mit Ihnen sprechen about your multinational families. I read, Ayhan, that you grew up with Turkish, Armenian and Italian relatives. Is that true? No. No Italian relatives. No. Armenian, I mean, the area also, I mean, my city and Hasake Qamishli, which is now it's Kurdistan, we have really the super multi 11 languages in the area, you know, but not the Italian. No, Italian, I don't know why it's mixed. I think it's just maybe I made a joke when we did the DNA test. What it was, they say that 14% of my genes coming from Italy. I think in this time I made a joke or something. I don't remember. It could, but I don't have a Italian, like, but yes, we have we had a restaurant and a factory for sweet stuff, and we had one of the two chefs and people, they were Italian and Armenian people. Then I think in the factory, because they were the whole time for the machines, or long
period of my life, but I don't mean anything with my family, Italians or no. Okay, what about your family? You have a Russian grandmother, that's all I know. Where do your relatives come from? Von überall her. Das war auch Baku. Ich bin in Baku aufgewachsen, geboren. Das war auch eine sehr multinationale Stadt. Ich glaube, in den 80ern, wenn ich mich nicht irre, waren sogar 80% oder 70% aller Ehen, die damals geschlossen wurden, multikulturell. Es war einfach eine Stadt. Es war für der größte Teil meiner jüdischen Familie kam nach Aserbaidschan, weil es der einzige sichere Ort war für den jüdischen Pogrom. Meine Oma war die Letzte, die kam, und dann gab es sehr viele unterschiedliche Einflüsse in der Umgebung, aber das wurde nie groß diskutiert. Es gab natürlich eine große armenische Community, eine griechische, eine wahnsinnig große russische, persische, also wirklich alles Mögliche, aber das war nie ein Thema. Dann war das für Ihre Familie auch kein Thema, dass Sie jetzt eine Jewish-Arab-Couple sind, dass Sie ein arabischer Muslim, eine Jüdin, war das ein Thema? My parents were so happy that I finally got married. And then there would be some kids there, just... Ah, I know, the mothers. Like, because I got married when I was 30. And, yeah. But it was never, like, we never discussed it within our family. Like, at least with mine. There is something I read that you have in common. Das sind Ihre strengen russischen Lehrer, die Sie beide gehabt haben. Können Sie darüber was erzählen? Mhm. Merkwürdigerweise sind wir beide sehr sowjetisch erzogen worden, also vor allem eine sowjetische Kunsterziehung. Meine Mutter ist Klavierlehrerin und ich bin halt auch mit diesem etwas anderen Arbeitsethos aufgewachsen. Sagt natürlich 2 Stunden Klavier mindestens am Tag, aber ich habe das selbst nie gelernt. Also ich bin amusikalisch und es war von Anfang an, nee, es ist wirklich wahr. Das ist, wenn die Leute anfangen im Theater rhythmisch zu klatschen, ich muss dann immer rausgehen, weil ich das nicht mehr schaffe. Und es war immer so sehr klar, dass auch beim Ballett wurde ich rausgeschmissen nach 2 Wochen, obwohl mein Vater im Zentralkomitee der Partei war. Also können Sie sich vorstellen, wie schlecht ich war. Und aber ich wurde natürlich mir dadurch beeinflusst. Also wenn man schon irgendwie so halbwegs was zustande bekommt, sollte man auch gefälligst üben. But how was your Russian art education? It's, I mean, in Syria, because the institute itself, it's established when they established it in the 70s. It was the whole professors or the people who came back from the Soviet Union, or some of them in Romania, they studied in Romania. But the main, I mean, method, it was Stanislavski. Then they brought the whole professors to the Syrian institute, and we had almost 27 Russian professor in the institute itself, minimum 27. I mean, now it's how just many? Without the philharmony, because all the philharmony, the main, I mean, the soloist, all of them are Russians, and the professors, the pianist, and the ballet school also, all of them are Russians. Then we had really a small community of, I think, 50 Russian professor, male and female, half-half, it's even not more. I mean, with 24, let's call it 24 hours, 7 days a week, we don't have it's a Russian, really, we don't have a weekend, and in Syria, it's only one day, we don't have 2 days before, it was just the Sunday. Friday. Oh, Friday, sorry. Just the Fridays. Hard times for your children coming up, huh? But I mean, Germany is way more relaxed when it comes to education. But actually, I discovered when I became a mother, I discovered I'm quite Soviet, because I was starting to look for ballet lessons for my daughter, and the first one I found, like, she was not that good, and I asked myself, like, where did she, like, I mean, the way she was teaching dance, it was quite difficult, and then I discovered that she was that she got her diploma from Palma de Mallorca. And I was like, this really goes again. like I really noticed that I have like really a lot of prejudices against studying ballet at Palma de Mallorca. And then we went to the Russian school. And I noticed that it was like Aham, when Aham has to bring Anna to her ballet lessons, which are in this Russian house at Friedrichstrasse. Like every time we're like 2 minutes, we might be late for 2 minutes, and Aham starts to, like, really, literally to shiver. And I noticed, okay. Yeah, because in my situation,
2 minutes, it's really forbidden. No way to be even 2 minutes. You should be 2 minutes before the door will close and ready, you know? Then yes. I know that she's supposed to be minimum 20 minutes before there, and she... Standing in line. I know it. And for me, I am the student, not my daughter, because she's so relaxed. I mean, she has the, yeah, cool, we are my friends. Friends, and let's talk. No, this, for this class, please, we can't talk. We can't eat ice cream. Don't embrace, just go inside. Really, just go inside. And we almost, I all the time arriving 20 minutes before, if I'm alone with Anna. I mean, with Anna and Noah, without all of them. I mean, it's, for me, really so Russian. I mean, I know it, that it's... Olga, I would like to talk with you about your books. Ich möchte mit Ihnen über Ihre Bücher sprechen. Vielleicht erstmal über Aserbaidschan. In Aserbaidschan tobt immer wieder ein Kampf zwischen den Aserbaidschanern und den Armeniern um die Region Bergkarabach. 1990 versank das Land in Chaos, Gewalt und Hunger. Der Konflikt flammt gerade wieder auf. Würden Sie in das Land zurückkehren? Haben Sie Angst, dass Sie in dieses Land nicht mehr zurückkehren können? Ich habe den großen Vorteil, dass Literatur ehrlich gesagt einfach eine Nische ist und keiner interessiert sich dafür. Und bis irgendjemand einen Roman gelesen hat, also ich bin, glaube ich, ziemlich sicher. Und meine Romane sind jetzt auch, würde ich sagen, nicht ganz so radikal kritisch. Ich würde sehr gerne eigentlich zurückkehren. Es ist einfach ein wahnsinnig schönes Land. Nur habe ich, glaube ich, politisch dann doch etwas andere Vorstellungen. Sie haben in Ihrem Buch »Der Russe ist einer, der Birken liebt« eine hochinteressante, wunderbare Frauenfigur entworfen, Mascha. Die stammt, wie Sie selbst, aus Aserbaidschan, lebt in Berlin. Mascha ist erstklassig ausgebildet. Sie spricht diverse Sprachen, könnte als Simultanübersetzerin überall auf der Welt arbeiten. Sie hat Freunde unterschiedlichster Nationalitäten und Religionen. Sie agiert über nationale, religiöse und ethnische Grenzen hinweg. Das ist schon mehr als kosmopolitisch. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht transnational nennen kann. Mascha ist... von einigen Kritikern als prototypische Vertreterin einer neuen mobilen Generation gedeutet worden. Sehen Sie Ihre Hauptfigur auch so? Absolut. Und es ist sowieso, als ich das Buch geschrieben habe, ist gerade die Sarrazin-Debatte aufgeflammt. Aber ich sehe sowieso eine ziemlich große Diskrepanz eigentlich zwischen der öffentlichen Diskussion und der Generation, die sich jetzt entwickelt. Und ich glaube, auch die Generation meiner Kinder ist auch schon wieder völlig anders. Die sind schon so viel weiter als die Figur von Mascha, dass das Buch mir mittlerweile wie von vorgestern erscheint. Ach, das ist interessant. Der Begriff Exil, um den es hier ja bei dieser Veranstaltungsreihe auch häufig geht, der Begriff, der im Zentrum steht, obwohl er semantisch so ausfleddert an den Rändern und nicht klar definiert ist, der ist, würde ich sagen, auch immer fest verbunden mit einer Art von Entwurzelung. Und Mascha kommt mir überhaupt nicht entwurzelt vor, weil sie überall Wurzeln hat, wenn man überhaupt von Wurzeln sprechen kann. Genau, es gibt ja auch diesen wunderbaren Ausspruch, Juden haben keine Wurzeln, sondern Füße. Und aber es ist halt bei dieser ganzen Wurzeldebatte und bei der ganzen Heimatdebatte, es ist ja eigentlich nicht, worum es geht. Es geht ja wirklich keinem um den Heimatverein oder überhaupt. Und Heimat ist ja auch oft einfach eine zeitlich begrenzte Erinnerung, die konserviert ist und die deswegen so schön ist, weil sie nicht mehr existiert oder weil sie eigentlich real noch nie existiert hat. Ich frage Leute oft gerne, was sie mit der Heimat verbinden. Dann kommen immer Sprüche wie der Duft von Apfelkuchen meiner Großmutter. Natürlich, aber das ist keine politische Kategorie. Aber jedes Mal, wenn es so eine politische Kategorie wird, dann wird das gefährlich. Und dieses Entwurzeltsein oder Wurzeln schlagen, das ist ja eigentlich, mir geht es persönlich, und ich glaube, den meisten Menschen geht es eigentlich nur um den Zugang zu politischen Rechten und zu einer geordneten Einwanderung, zu der Möglichkeit auszuwandern, wenn man einfach von vornherein weiß, unter welchen Umständen wäre das möglich, wie kann man eigentlich in der Gesellschaft ankommen, ist das, oder
wie kann ich eigentlich zu der deutschen Gesellschaft zugehören? Was muss ich erfüllen? Ist es wirklich das, was auf dem Papier steht? Oder ist es vielleicht doch etwas mehr, was nicht ausgesprochen wird? Und dadurch, dass wir diese Diskussion immer führen um die Leitkultur, um Zugehörigkeit, was auch immer, das verschleiert das Ganze. Und das macht das Ganze zu etwas Ideologischem, aber auch gleichzeitig zu etwas Unerreichbarem. Und das ist das, was ich nicht greifen kann. In Ihrem Buch »Gott ist nicht schüchtern« schildern Sie das Schicksal zweier Menschen, die aus Syrien fliehen und alles verlieren. Und die Fallhöhe ist gewaltig. Das ist eine aufstrebende Schauspielerin und ein Chirurg, die aus den oberen Gesellschaftsschichten kommen, die über Wasser fliehen müssen, in Berlin stranden alle beide. Sie schildern da sehr eindringlich die Geheimdienstverhöre, wie Herr Moody, der Chirurg, unter unsäglichen Bedingungen Verletzte versorgt in Syrien, die Flucht der beiden übers Wasser. Wir können jetzt einen Ausschnitt hören, gelesen von Katharina Schütz. Dazu vielleicht die Vorinformation. Amal ist die Schauspielerin. Sie landet in einem Asylbewerberheim in Berlin und verbringt die Tage mit quälendem Warten in den Vorzimmern deutscher Behörden. Yusuf, Amal und die Kleine verlassen das Amt und gehen in ein Straßencafé, um sich kurz auszuruhen. Sie bestellen nur einen Kaffee, den sie sich teilen, und für Amina eine heiße Milch. Für mehr reicht ihr Geld nicht. Amal sieht den Frauen auf der Straße nach. Unterschiedliche Frauen, gut gekleidete und sehr schöne, mit langem, gepflegtem Haar oder smarten Kurzhaarfrisuren. Frauen in teuren Kleidern und auf hohen Absätzen. Frauen auf Fahrrädern. Frauen mit Kinderwagen. Frauen mit vollen Einkaufstaschen. Frauen, die irgendwo hineilen. Frauen, die vor Schaufenstern stehen bleiben. Plötzlich wird Amal bewusst, dass sie nicht mehr dazugehört. Niemand beachtet sie mehr. Wo ist ihr Haus, ihre Karriere und ihre Straße, die immer nach Jasmin roch? Wo ist die gefaltete und gebügelte Wäsche aus ihren Kommoden? Wo sind ihre Abendkleider und die Hemden ihres Vaters frisch aus der Reinigung? Wo sind ihre Bücher und Schallplatten? Wo die Freunde und Verwandten? Wo die Partys? Und wo ist der Sommer vor dem Pool? Wo sind die aufwendigen Filmdrehs und die zermürbenden Proben im Theater? Amal hasst es, sich als Flüchtling durch die Stadt zu bewegen, zögerlich und eingeschüchtert. Sie hasst ihre ganze Existenz. Sie hasst es, sich nicht auf Deutsch verständlich machen zu können und dass in den Behörden niemand außer den Security-Männern in der Lage ist, auch nur das primitivste Englisch zu sprechen. Sie hasst es, als Muslimin und Schmarotzerin angesehen zu werden, und sie hasst sich selbst. Die Welt hat eine neue Rasse erfunden, die der Flüchtlinge, Refugees, Muslime oder Newcomer. Die Herablassung ist mit jedem Atemzug spürbar. Es ist jetzt nicht die Geschichte Ihres Mannes Elham, das, was Sie da beschreiben. Es ist aber auch die künstlerische Reflexion seiner Erlebnisse. Wie ist das Buch zustande gekommen? Wie haben Sie recherchiert? Nicht ganz. Das war, das hat ehrlich gesagt nichts mit Elhams Biografie zu tun, sondern es war eine Frage der Recherche. Dadurch, dass ich fast kein Arabisch spreche, und auch eine Übersetzung wahnsinnig schwierig ist. Und bei der Frage, ich musste mich auf etwas verlassen, was ich kenne. Und ich habe sehr viele Ärzte, also zuerst sollte das Buch eigentlich 5 Handlungsstränge haben, aber das hat dann einfach von der Romanperspektive keinen Sinn mehr gemacht. Und ich habe das dann auf diese 2 reduziert. Und mir war es wichtig, dass es zwar keine Fakten sind, aber dass es durchaus auf Fakten beruht und dass alles, was ich beschreiben musste, hätte sich genauso ereignen können, beziehungsweise hat sich genauso ereignet. Natürlich sind die Figuren ausgedacht, die Orte sind es aber nicht und die
Chronologie der Ereignisse ist es auch nicht. Und dieses Krankenhaus, in dem dann Hamoudzi operiert, das existiert oder das hat existiert. Es gab Ärzte, die da genauso praktiziert haben. Ich meine, natürlich stammten sie nicht aus denselben Familien, sie heißen anders, die haben völlig andere Lebensläufe. Aber dass es dieses Krankenhaus gab, dass diese Operationen genauso durchgeführt wurden, das ist alles dokumentiert. Und auch von unterschiedlichen Seiten, das war mir auch noch sehr wichtig, unterschiedliche Quellen zu haben, also von, dass es einfach ganz klar bewiesen ist. Und ich habe sehr viel Videomaterial dazu und ich habe diese Leute interviewt. Und deswegen ist der andere Arzt. Und bei Amal war das einfach. Ich habe es, dadurch, dass ich weiß, dass es dieses Institut gibt und auch was alles, was dort passiert, ist sehr gut dokumentiert überall. Also nicht nur beim EHOM, sondern das ist wirklich ganz klar belegt. Und ich selber habe auch in Moskau studiert und auch Theater. Und für mich war das extrem leicht, mich in diese Figur reinzuschreiben, weil ich wusste, wie das Mindset ist und ich musste mir nicht allzu viel wirklich ausdenken, sondern ich wusste genau, ich gehe von da nach da. Und deswegen hat diese Figur auch einen russischen Hintergrund bekommen. Also ihre Mutter ist Russin und ich konnte mich dadurch da einschreiben, noch einmal. Jetzt haben Sie ein neues Buch geschrieben, das im September herauskommt. Das spielt nun im 19. Jahrhundert und behandelt trotzdem ganz ähnliche Punkte. Es geht um ein Kind, was ich jetzt bisher nur in der Vorankündigung gelesen habe, das im Nordkaukasus aufwächst, im Kaukasischen Krieg und von dem Vater, einem mächtigen Imam, als Geisel an den russischen Zarenhof geschickt wird. Ein Kind wird also aus seiner Kultur und Religion in eine andere verfrachtet. Wie kommt dieses Kind damit zurecht? Gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Das Kind ist eigentlich als der Erzfeind der Russen aufgewachsen. Es hat nie irgendwas von der russischen Kultur mitbekommen, es hat die Sprache niemals gelernt. Und sein Vater, Imam Shamil, das ist der Vater von der Hauptfigur von Jamaluddin, erst darauf trainiert, die Russen zu, oder sein Ziel im Leben ist es, die Russen zu besiegen und sie endlich aus dem Kaukasus rauszubekommen. Und sein Sohn, das ist der älteste Sohn, und der wird zu seinem Nachfolger erzogen. Das ist praktisch sein ganzes Leben. Sein ganzes Ziel im Leben basiert darauf, dass die Russen aus dem Kaukasus verschwinden und der kann von seinem Vater übernehmen, beziehungsweise das zu Ende zu führen. Und plötzlich findet er sich wieder im russischen Reich am Hofe des Zaren. Und das war ja natürlich vom Zaren sehr perfide geplant. Der sollte als trojanisches Pferd und praktisch wieder später auf dem Thron landen. Also selbst wenn der Kaukasus besiegt werden würde, wenn es ihm gelinge, musste Jamaluddin trotzdem wieder dahin und praktisch als ein sehr russlandfreundlicher Herrscher wieder den Kaukasus vereinen, weil er auch der legitime Nachfolger war. Dieses Kind ist nicht darauf vorbereitet, es hat noch nie irgendwas, es kann die Sprache nicht, es kann überhaupt nichts. Und auf einmal muss es sich dazu verhalten. Und alle Leute sind natürlich auch bedingt freundlich zu ihm, aber es ist trotzdem es ist sehr schwer. Also es scheint ein Thema zu sein, das sie auch nicht loslässt. Das wird jetzt auch so weitergehen wahrscheinlich, dass sie diesen ganzen Themenkomplex weiter beackern werden mit ihrer. Ich fürchte schon. Also, ich schwöre mir zwar jedes Mal, das ist das allerletzte Mal, aber nee, ist schon das vierte. Now, I would like to ask you, how you experience the working conditions in Germany? What are the main obstacles or difficulties? All of my experience in Germany is almost with the Staatstheater. I mean, I worked with Maxim Gorky Theater for 4 seasons. And with this 4 years, I was co-founding the Exil Ensemble, and I was the artistic director of the Exil Ensemble. And we had really a long-term co with the different theaters in the German region. I mean, we did in the research with 14 different theaters. We had later 7 minimum different co-production with them. I mean, with the Winter, especially with Winterreise, the first production of the Exil. I mean, working with the Staatstheater, it has its own role, which later I discovered that especially the ensemble, the main thing for me as an actor and as a director to
have or to be part of an ensemble. The whole house for me is having an ensemble. With Gorky or with the Staatstheater in Germany, I mean, the good thing that you can, I mean, you know that you have actors, you can talk to a professional people, you don't need to look, which is the most important thing for me as a foreigner director. I can't really follow the whole, I mean, I can't go to the whole theaters in the whole German area. Then to go to the Staatstheater, then you know that they have minimum 13, 17, 20 actor, actresses, and you know their ensemble. Then it's still for me one of the best thing to have in the world is the ensemble. Later, after when I decide to, when the Exil Ensemble stopped, I mean the fund itself stopped, then I decided to go freelance, because also working with the Staatstheater just as a director, it will be a lot of pressure. Not, I mean, when you are just a director, not in the artistic team, you know, then yeah. you are, I mean, your decisions is less, then you should do, as example, two plays a year, and before I was in the production side and the creative side, the choosing the, because we produced with the Exil Ensemble six shows or plays, and this experience for me makes the things also difficult later to have a new, I mean difficult, which is means that the average has became really, or the roof is higher, and you know, then I am looking, when I left Gorky, when I became a freelancer, it's not easy. It's easy to find a lot of funds, but it's not easy to put it, because you know that your need now is an ensemble, you need a repertoire, not to just a visit, not to travel because I am also a father. It's not easy to travel or to go to a different city to do a rehearsal for 3 months. It's not easy anymore with two kids and Olga's work, readings and traveling. It was, you know, this is the difficulties of establish, I mean, to be, to have a place in your city minimum, not to travel the whole time. It will be immobile theater. It's really difficult. Also, I did it for 8 years, but it's not anymore in Germany. The situation in Syria, the living conditions, the repression, the torture, and the Assad system, they have been issues in your artistic work in the past. Are they still develop them, those topics? Look, I'm trying to run away, not from the past or the what happened in Syria. I mean, I can't stop thinking about it, because it's part of my mentality, or I mean my memory and my muscles memory and the whole stuff. And developing it, sometimes you can't anymore, because you don't have any connection to it. Then you are creating, which is take you to the illusion, and you know, it's not easy the whole time to deal with the stuff. But I can't forget it, yes. It's something else. But I hope I stopped writing or doing really stuff in this direction directly. I mean, before it was a necessity to talk and to put some documents, some stories on the table or online or on the stage. Now I think most of the world knows. I mean, then it's, and there is a trail, and there is many different countries, they start to investigate minimum some of the criminals or some of the... I read that you still have a Syrian passport. Yeah. And you want to keep it because you want to avoid that you are labeled as a refugee or a Syrian, but you want to be a Syrian, yes, but an actor and a director.
It's not just, I mean, the passport for me was part of my, let's call the, against that I'm, okay, I'm a Syrian. I can't be just suddenly a German actor or a refugee. I mean, it's not about title. I thought it's fighting or my conflict, my fight with the regime itself, it will not take my passport from me. And I thought it's one of the, my last weapon for me to fight is to just keep my case as a Syrian, not as a just a Syrian refugee. Refugee, I am a refugee anyway. I mean, I am in Germany, then I am a refugee or an exile, whatever you want to call it, call it. I mean, but the label as an artist, it's difficult, you know, because I'm not just a Syrian or someone run. Okay, I have a profession. Okay, when we are talking about my human situation, yes, I am refugee. But when we are talking about art, I don't find any link between art and refugee. And you know, this labels is just taking the whole energy, sucking the energy from us, because we find ourselves talking about things we sometimes we don't know why, you know, then it's pushing us to a situation which you should imagine, you should reimagine again, remembering, putting the stuff in the right order, which is super difficult. Then you find yourself talking fiction, reality, and, you know, because it's difficult for the people to understand the geographic of the place, as example. The how the neighborhoods looks like. Then you need to put some imagination. Then you find yourself in not a fiction, but it's not easy to, you know, it's, you don't know the area. You don't know anything about it. Then I can't describe everything in one play, sentence, interview, and. Then this cliché's question, if I was in jail, if I blah, 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 then they don't have anything else, because this they can understand. That anything else, it's not easy to understand it. Even not easy to understand that a branch of a security service, it's inside a building, normal building, and the torturing is inside. You know, then we know as Assyrians that the branches is something in the neighborhoods, I mean, between us. Then it's part of the mentality. One of the last questions, because we slowly have to come to an end, is about Berlin. It's such a big and multicultural city, but nevertheless, it's also a white majority culture. How do you experience this big city, and could you imagine to live in a small German city? I mean, for me, look, to be honest, Berlin is... I mean, all the cities are big and small. It depends on what you need or what... I mean, for me, Berlin was my work between the theater and home. Now, mostly between the Kita and the home and some of places which I'm trying to do stuff. And the big scene, Berlin, I think it's not more or less rich than even a small city. There is a theaters for sure. I mean, more theaters than a small city, but I believe that there is no small, like a Russian saying, there is no small role, no big role. There is no small place. If you have your audience and you are doing really a good shows, I don't mind. My last or my biggest, the loveliest show I love, Skelet eines Elefanten, was 74 person, and I limited it. I put them in a box. It was, to go back to the small, or the studio, or the small intimacy situation of theater, because with 500, 700, 800 audience, also not comfortable for the whole directors the whole time. It's nice to have a big stage, but if you need it, and for me, not the whole place I like it fit in on the main or the big stages, you know, then I believe that moving to a small city, a small theater, or doing a pub theater like in the English pubs,
60, 50, 70 seat, I don't mind about it. I love a small spaces, but I love experiment. I can't also just do a classical stuff in a classical way. I mean, I don't mind. I love the classical, but to break it with my point of view. I mean, this could be also in the small cities could be not easy, but I believe that it could be easier because I did a lot of village theater, and each time I'm surprising that they are more open than us in the city. So thank you very much. My last question would be, now that you have two children, do you think about moving, or is that now, is it Berlin? Will it be Berlin for the next years for you? I spent now 3 weeks in the small city with my parents and the kids, and actually I also went to school there, and since I left school I did everything to leave the city and never come back. And now I was like sitting there and I said, oh, it's actually nice. Why not move there? And I have like a small garden, and they have the neighbors have the ugliest pool I ever saw, and I got so jealous about this ugly pool. It's horribly ugly, like you saw. Yeah, because it's not pool, it's they built yeah. something above the floor, you know, which is you can't understand if it's a tank or it's a bowl, or it's really built or like a, or something so big, huge, but above the floor, you know, and horribly ugly. And it's with horribly. The ladder, it's really difficult to go upstairs, and you can't help someone if you I mean, it's basically just, you have to jump from the first floor inside. Yeah, exactly. I mean, I'm so jealous. But Olga still jealous about it. Okay, dann lassen wir uns überraschen. Also vielen, vielen Dank, dass wir sprechen konnten für dieses gut gelaunte Gespräch. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank nach Berlin. Tschüss. Alles Gute. Ihnen auch.